Schwurbler bringen uns nicht vorwärts, aber mich in Frührente. Außerdem sind Schwurbler die Meister des dümmlichen Dramas. Man wird nicht sagen, nie wieder Krieg, sondern nie wieder Mitläufertum, nie wieder blinder Gehorsam. Wacht auf, Schlafschafe. Ja, moin. Diese beiden sollen angeblich eine ganze deutsche Schwurbelkolonie beworben haben auf einer Insel in Kanada, wo Deutsche nicht fremd sind. And I hope we can bring it for you, this very, very famous and wonderful march. Alte Kameraden. Einige deutsche Auswanderer jedenfalls sorgen teils für ordentlich Wirbel auf der Insel. We have a story in this half hour about a couple from Germany living in Richmond County who say they're afraid for their lives. Die fürchten sich um ihr Leben? Normalerweise haben Deutsche im Ausland doch nur vor sowas Angst. Wabbeliges weißes Brot, ein Vollkornbrett. Was es mit dieser angeblichen Kolonie auf sich hat, warum eine deutsche Familie auf der Insel in Todesangst lebt und wie eine ehemalige Tagesschausprecherin da reinpasst, das haben wir für euch recherchiert. Kanada. Oder Kanada nicht? Weit im Osten Kanadas, in der Provinz Nova Scotia, liegt die Insel Cape Breton. Die Gegend gilt innerhalb Kanadas als eher arm und ist ziemlich weit ab vom Schuss. So weit, dass man sogar ins Fernsehen kommt, wenn man nur einen Heuballen bei TikTok postet. A few people thought it was weed, which, I mean, that's a lot of weed. Some people thought it was cheese. I mean, if it was cheese, it would arguably worth more than weed, because, I mean, cheese is expensive, right? Gesprochen wie ein Mann, der weder Weed noch Käse jemals zu Gesicht bekommen hat. Diese Abgeschiedenheit ist vermutlich auch der Grund, warum Cape Breton bei Untergangspropheten heute als Top-Adresse gilt. Es gibt sogar extra deutsche Werbung. Nova Scotia. Beeindruckende Natur und ein unbeschreibliches Freiheitsgefühl. Ihre neue Heimat? Nein, vielen Dank. Meine Heimat ist das Studio. Und nicht diese Wildnis hier. Ein Windstoß und ich werde umgeworfen. Schrecklich. Aber wie zur Hölle kam es, dass Cape Breton zur Top-Adresse von deutschen Schwurblern wurde? Nun, es gab deutsche Promi-Schwurbler als Werbegesichter. Auf Cape Breton lebt echte deutsche Schwurbelprominenz, nämlich Eva Herrmann. Die hat mal so angefangen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit verschärften Sicherheitsvorkehrungen hat Frankreich auf Drohungen algerischer Fundamentalisten reagiert. Heute verbreitet sie statt Nachrichten aber lieber sowas. Die Blutausstrahlung ist es, die die Verbindung herstellt, die Brücke herstellt zwischen unserem irdischen Körper und unserem inkarnierenden Geist. Ganz kurz, wenn jemand, den ihr kennt, Blut ausstrahlt, dann ruft bitte sofort einen Krankenwagen. Und falls sich jemand fragt, wie man so tief von der Tagesschau fallen kann. Nun, wenn einem nationalsozialistisch geprägte Äußerungen vorgeworfen werden, dann sollte man nicht so etwas sagen. Es sind auch Autobahnen damals gebaut worden und wir fahren heute drauf. Der Typ neben Herrmann ist übrigens ihr Lebensgefährte, Andreas Popp, der sich gerade wie Sie an das letzte deutsche Kulturgut klammert. Der hat die Schwurbler-Organisation Wissensmanufaktur gegründet, wo auch der Ausschnitt von eben herkommt. Die beiden machen bei ihren Fans ordentlich Werbung für ihre Wahlheimat. Mit echten Knallerargumenten. Ich sage immer, eine Bombe auf Cape Breton macht keinen Sinn. Da sind drei Tote und zwei davon sind ein Elch. Auf der Insel sind die beiden in guter Gesellschaft. Da leben nämlich zahlreiche deutsche Aussteiger, Prepper und andere schräge Typen, wie er hier. Frank Eckhardt bereitet sich auf Krisenzeiten vor. Der gelernte Finanzwirt ist sicher, die stehen unmittelbar vor der Tür. Er ist überzeugt davon, das Währungssystem wird in Kürze kippen. In Kürze kippen? Das hat er vor 10 Jahren gesagt. Und hey, Währungssystem, wie geht's dir? Tja, alles senkrecht, Philipp. Läuft wie ein Lachs mit Beinen bei mir. Eckhardt, Popp und Herrmann haben eins gemeinsam. Sie bringen Gleichgesinnten ihren
Lifestyle nähern. Wir freuen uns auch über jeden Neuzugang, wenn er dann auch frei denkt. Das ist doch, glaube ich, auch wichtig. Und damit das klappt, gibt's auf Cape Breton exklusive Kaffeefahrten für Angsthasen. Hopp und Hermann haben über die Wissensmanufaktur seit Jahren Seminare auf Cape Breton angeboten. Und zwar hier mit diesem wunderschönen Prospekt. Der ist ein grafisches Wunderwerk, denn er hat schöne Bilder und die Fußzeile, da steht: Wissen bedeutet Einfluss nehmen, aber natürlich nicht auf den grafisch korrekten Abstand zwischen Strich und Text. Und vor Ort gibt es dann Angst verpackt in PowerPoints. Nämlich, Moment, da gibt es dann hier deutschsprachige Seminare zur aktuellen Lage und deren Hintergründe sowie Fokus auf eigenverantwortliche Vorbereitung auf die herannahenden Probleme unserer Zeit. Es heißt, dass solche Vorträge bei einigen Gästen schon am ersten Abend Panikreaktionen auslösten, Angstgefühle und sogar Weinkrämpfe. Gut, wir waren nicht dabei. Vielleicht lag der Schrecken auch nur am Rahmenprogramm.